Hallo. Montagmorgen. Ich muss ein bisschen Zeit totschlagen und habe mir überlegt, ich gehe mal wieder ein bisschen spazieren, vielleicht ein bisschen Müll aufheben. Die letzten Tage war ich nicht wirklich viel vor der Tür. Ich habe die meiste Zeit mit Videospielen verbracht. War auch mal ganz schön. Heute soll es eigentlich nicht regnen, es regnet aber. Naja, kann man sich nicht aussuchen. Tut mir leid, wenn es ein bisschen wackelt. Ich habe heute wieder meine schlechte Kamera dabei. Weshalb auch immer. Ich habe schon ziemlich viel Müll gesehen. Hier jetzt gerade nicht, aber auf dem Rückweg, ich gehe den gleichen Weg zurück, dann verlaufe ich mich wieder nicht und ja, da sammle ich ein bisschen was auf. So, jetzt bin ich gerade hier an der Bundesstraße angekommen, meinen täglichen Arbeitsweg. Ein bisschen laut vielleicht. Na egal. Ihr hört später von mir. Die Sonne scheint und es regnet leicht. Vielleicht sehen wir irgendwo einen Regenbogen. Oh, ich muss mal hinter mir schauen. Da ist er ja. Ein wunderschöner Regenbogen. Sogar mehrere. Da ist noch einer oben drüber. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Fantastisch. Sportplatz, Friedhof, Sonne, Regenbogen. Yeah. Es hört nicht so richtig auf zu regnen. Deswegen kann ich auch nicht so gut filmen, sonst kackt meine Technik wieder ab. Ich sammle mal so ein bisschen ein und zeige dann das Ergebnis am Ende. Hier haben wir jetzt einen kleinen Highlight-Fund. Stand hier drin. Versteckt. Bier. Wie steht das hier schon? Sogar noch haltbar. Ja, vielleicht von Partygängern vergessen, nicht mal mit, ne? Und jetzt ein bisschen assi aussieht, wenn ich hier mit einer Kiste Bier rum durch die Gegend renne. Oh mein Gott. Ich bin am Parkplatz zurück. Sieht natürlich gut aus. Das ist natürlich die Frage, soll ich auf das Feld drauflaufen? So ein bisschen drüber hoppeln vielleicht. Muss man ein bisschen aufsammeln. Hinten stehen die Kasten Bier. Diese Kasten Bier. Der Kasten Bier. Das Kasten Bier. Wie auch immer. Hier geht's weiter. Das ist eine interessante Flasche. Ja, natürlich ist Mineralwasser. Die Farbe ist gelb. Ja, ich nehme an, dass da Urin drin ist. Ich räume so da drüben in den Mülleimer, aber ich will ihn nicht mit nach Hause nehmen. Kein Interesse daran. Ein bisschen Wasser zusammengekommen heute. Ja, haufenweise Zeug halt. Pappe, Zellstofftücher, Flaschen. Verpackungsmüll, ja. Ich glaube, es reicht für heute. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Habt einen schönen Tag. Bis bald. Bye, bye.